Die legendären Schwerter in One Piece sind genauso besonders wie auch die Teufelsfrüchte. Beide haben verschiedene Klassen, beide haben Kräfte, die man so nicht erklären kann, und beide scheinen einen heftigen Hintergrund zu haben. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass das mit einer längst vergangenen Zeit in Zusammenhang steht, dass die Teufelsfrüchte eventuell erst im verlorenen Jahrhundert entstanden sind und dass diese legendären Schwerter auch erst zu diesem Zeitpunkt geschmiedet wurden. Ein kleines Anzeichen dafür ist bei Hitetsu zu sehen gewesen. Er ist nämlich der Schmied des Sandai Kitetsus, also das Kitetsu der dritten Generation. Das Shodai Kitetsu ist ja laut unserem Wissens ein Drachenschwert, und das Ganze würde dann mit dieser Theorie irgendwie übereinstimmen, dass halt die Drachenschwerter vielleicht erst im verlorenen Jahrhundert geschmiedet wurden, dass damals halt die krassen Schmiede das Ganze bewerkstelligt haben, weil One Piece ist nicht so wie andere Shonen, dass jetzt irgendwie die Zukunft immer das Bessere ist, dass die neue Generation die alte übertrifft. Nein, in One Piece haben wir eine antike Generation mit Joy Boy und vielen weiteren namenshaften Charakteren, die der aktuellen Generation bei weitem überlegen waren. Heute wollen wir über potenzielle Drachenschwerter in One Piece sprechen. Zudem habe ich eine heftige News, Freunde, und zwar wurde ein Drachenschwert bestätigt, und das Ganze wird euch, denke ich mal, vom Hocker hauen, weil ich kam im ersten Augenblick auch nicht so wirklich klar mit dieser Neuigkeit. Wenn ihr weiterhin immer auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt und nichts zu One Piece verpassen wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Beginnen wir mit der News, die wir bekommen haben, und zwar stammt sie aus der Databook Weaver Card. Das Ganze ist natürlich interessant. Databook Weaver Card ist kein normales Buchformat. Wir bekommen immer wieder neue Booster, die man sich halt holen kann, und dann kommen halt ein paar Charakter dabei raus. Wir haben jetzt die Wano Kuni Booster Packs erreicht. Der erste Teil war nicht so interessant, Freunde. Wir haben hier eigentlich fast gar keine coolen Sachen erfahren gehabt, außer dass Zoro bestätigt Königshaki hat. Dazu hatte ich auch ein Video gemacht gehabt. Jetzt aber haben wir was von Goldie Roger erfahren, Freunde. Haltet euch fest, sein Schwert ist ein Drachenschwert und der Name von seinem Schwert wird euch jetzt alle vom Hocker hauen. Beruhigt euch, setzt euch am besten hin oder legt euch hin, und zwar heißt dieses Schwert Ace. Zufälligerweise genauso wie sein Sohn. Ich war im ersten Augenblick natürlich sprachlos, und hier kommen natürlich die ganzen Theorien wieder ins Spiel. Mit der Seele, die weitervererbt wird. Was hat Oda damit bewirken wollen, dass er seinen Sohn Ace nennt? Hat Ace eventuell mit diesem Schwert was zu tun? Das sind natürlich Theorien, die will man jetzt im ersten Augenblick noch nicht äußern. Ich lasse das Ganze jetzt erstmal sacken. Diese Information wollte ich euch mitteilen. Jetzt gehen wir weiter zu potenziellen weiteren Drachenschwertern. Jetzt mit dieser Information kennen wir insgesamt 4 Drachenschwerter. Das Black Sword Yoru, das Bisento von Whitebeard, dessen Name sehr kompliziert ist, und das Shodai Kitetsu, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Gorosei mit der Glatze gehört. Beginnen wir also mit meiner Liste von potenziellen weiteren Drachenschwertern. Es gibt also noch insgesamt 8 weitere Drachenschwerter, die uns in der Story höchstwahrscheinlich vorgestellt werden, und den Anfang machen bei mir Uto und Kogarashi. Beide sind Schwerter von Chiki, dem goldenen Löwen, der in Impel Down inhaftiert wurde. Nachdem er freikam, nachdem ihm beiden Beine abgehackt wurden, wollte er unbedingt seine Schwerter finden und hat diese dann als neue Beine benutzt. Ich denke, wären es normale Schwerter gewesen, dann hätte er ja nicht unbedingt diese Schwerter sich zurückgeholt, sondern vielleicht von irgendwelchen wachen Schwertern geholt. Zudem ist Chiki jemand sehr starkes und gehörte zu derselben Generation wie Roger und Whitebeard, ist eine Legende, hat es mit Garb und Sengoku aufnehmen können. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass beide Schwerter Uro und Kogarashi Drachenschwerter sind. Machen wir weiter mit dem Rivalen des besten Schwertkämpfers, und zwar Shanks, Freunde. Er hat zwar einen Arm verloren, dennoch soll er genauso stark sein, wie als wenn er keinen Arm verloren hätte. So hat es Oda ausgedrückt. Man kann natürlich hier hingehen und sagen, okay, wie meint er das Ganze? Doch wir lassen das Ganze so stehen, Freunde. Sein Schwert heißt Griffin, er ist einer der 4 Kaiser. Deshalb kann ich mir vorstellen, passt er hier auch perfekt ins Bild. Könnte auch einen potenziellen Gegner für Zoro darstellen, weil Zoro will ja der Beste werden. Da muss er eventuell auch Shanks als Hürde
würde überwinden. Mit der News haben wir erfahren, dass Roger ein Drachenschwert hat. Und ich denke, seine rechte Hand Rayleigh könnte auch ein Drachenschwert haben. Wir haben gesehen, im Kampf gegen Kizaru scheint er immer noch sein altes Schwert bei sich zu haben. Und ich kann mir dabei natürlich sehr gut vorstellen, dass hier Silvers Rayleigh auch ein Drachenschwert hat. Leider kennen wir dessen Namen nicht, doch das ist nicht weiter schlimm. Wenn wir schon bei rechter Hand sind, kommen wir zu King, der aktuell auf Onigashima gegen Marco kämpft. Dieser Charakter trägt nicht nur einen Namen, der früher zu Ryuma gehörte, denn Ryuma wurde früher auch King genannt, sondern ist er natürlich hier ein Schwertkämpfer, der eventuell der Gegner von Zoro werden könnte, nachdem er wieder aufgestanden ist. Und ich denke, hier einen Charakter zu haben, der halt den Namen von Ryuma trägt, ist sehr interessant und deshalb ist er für mich auch ein Kandidat, der hier ein Drachenschwert haben könnte. Kommen wir zu der Blackbeard Piratenbande, da haben wir nämlich auch jemand sehr Interessantes, der oftmals in Verbindung mit Mihawks Tod gebracht wird, und zwar ist die Rede hier von Shiryu, des Regens Freunde. Dieser soll anscheinend genauso stark sein wie Magellan, das zum Beispiel vor dem Timeskip, jedoch ist auch sein Schwert was ganz Besonderes, wenn man sich die Reaktionen der Leute um ihn herum mal anschaut. Deshalb könnte es bei ihm auch der Fall sein, dass er ein Drachenschwert besitzt. Goldie Rogers legendärer Rivale Rocks die Sebek. Nicht nur das Blackbeard Schiff Saber of Sebek heißt, sondern auch die Tatsache, dass Roger gegen Sebek gekämpft haben, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Charakter ein Drachenschwert besaß. Der letzte Charakter, den ich hier ein Drachenschwert zutraue, ist Silver Axe. Ja, da denkt man sich natürlich, er hat eine Axt, doch genau das ist das Interessante daran. Denn hier hätten wir ein ähnliches Schwert wie das Beispiel mit Whitebeard. Es ist kein normales Katana, deshalb fände ich es echt krass, wenn wir hier eine Axt haben, die als Drachenschwert mitgezählt wird. Neben den Drachenschwertern haben wir noch die 21 Königsschwerter und Freunde, da kennen wir auch noch nicht so viele von, und zwar nur 5. Es fehlen also noch insgesamt 16 Königsschwerter. Bisher kennen wir Enma, Ameno Habakiri, Wado Ichimonji, Shusui und das Nidai Kitetsu, welches im Besitz von Hitetsu war. Wano Kuni ist das Land der Samurai und wir alle haben natürlich erwartet, dass wir an diesem Ort vielleicht einige Königsschwerter oder zumindest einige Drachenschwerter noch kennenlernen werden. Ich denke, Königsschwerter gibt es hier einige. Bei den 9 roten Schwertscheiden kann ich mir das Ganze sehr gut vorstellen. Die Gefolgsleute von Oden, die 9 roten Schwertscheiden, sind da definitiv Kandidaten, die Königsschwerter benutzen. Des Weiteren haben wir Vista aus der Whitebeard Piratenbande. Der beste Schwertkämpfer aus der Whitebeard Piratenbande sollte auch mindestens Königsschwerter haben. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Waffen von Killer eventuell auch als Königsschwerter mitgezählt werden, doch dahingehend bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sehr Oda Killer denn in Richtung Schwertkämpfer locken will. Vielleicht wird er nie überhaupt in diesem Kontext auftauchen, doch ich lasse das Ganze mal offen. Viele sehen ja die Rivalität zwischen Zoro und Killer, deshalb könnte es hier sein, dass auch Killer mit seinen Waffen vielleicht Königsschwerter besitzt. Es war mal wieder echt erfrischend, über Schwerter zu sprechen, Freunde, und ich plane ein Video rund um die verfluchten Schwerter in One Piece. Und falls ihr auf jeden Fall Bock drauf habt, dann lasst euren Support bei diesem Video da. Ansonsten bis zum nächsten Mal oder besser gesagt bis zum Livestream am Wochenende auf Kozuki One Piece.